Meine Damen und Herren, die Stars der Klassikszene haben ja oft ähnliche Biografien. Sie konzentrieren sich früher auf ein bestimmtes Instrument oder eben ihre Stimme, gewinnen schon in jungen Jahren die wichtigen Wettbewerbe und beginnen später mit einer gewissen Regelmäßigkeit Platten herauszubringen. All das hat Arkadi Volodos nicht gemacht. Er war schon 15, als er begann, sich intensiv mit dem Klavier zu beschäftigen. An Wettbewerben hat er prinzipiell nie teilgenommen. Er sagt, der kompetitive Charakter einer solchen Veranstaltung widerspreche dem Geist der Musik. Und als er gefragt wurde, warum er 4 Jahre lang keine CD mehr herausgebracht hat, sagte er, mir gefielen meine alten Aufnahmen nicht. Mir fehlte die Spontaneität in meinem Spiel. Tja, das waren nun aber gerade die Aufnahmen, über die Kritiker geschrieben hatten, es sei ein Hexenmeister geboren, ein Horowitz-Erbe oder ein stupender Supervirtuose. Aber Volodos Stärke sind eben nicht die flinken Finger. Ohne die kommt heute sowieso kein Pianist mehr aus. Auch wenn seine noch ein bisschen flinker sind als die der Konkurrenz. Das Wort Virtuosität bedeutet für ihn nicht Fähigkeit, sondern er leitet es aus dem Lateinischen her, wo es von Virtus, Tugend, also die Tugendhaftigkeit meint. Die Tugend von Arkadi Volodos ist die unbedingte Emotionalität der Musik zu transportieren. Ich halte es für eine natürliche Gabe, auf dem Klavier zu singen, sagt er. Keine Frage. Arkadi Volodos ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein außergewöhnlicher Künstler. Und da er immer wieder mit Horowitz verglichen wird, trifft es sich gut, dass er heute Abend eine von Horowitz komponierte und von Volodos arrangierte, nacharrangierte Carmen-Variation spielen wird. Übrigens ein ungemein virtuoses Stück. Wir können gespannt sein. Echo Classic 2007 für die solistische Einspielung des Jahres erhält Arkadi Volodos. Thank you.
Wenn man einen Preis für das Lebenswerk überreicht, muss der Künstler schon Außergewöhnliches gelernt haben.